Meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zum Professionell Farmer 2017 oder die Landwirtschaft 2017. Wir sind weiter hier auf unserer wunderschönen Karte, wo sollte man halt dementsprechend auch sonst sein. Und wir sehen, es ist alles angesät, beziehungsweise mehr oder weniger alles im Wachstum und wir können momentan eh nichts machen. Außer dementsprechend vorspulen und das werden wir jetzt einfach mal tun. Wir werden jetzt einfach mal 4 Wochen vorspulen. Wir gucken, ob sich da irgendwas jetzt Besonderes dran ändert. An sich ist es jetzt ein reines Klicken und Klicken und nochmals Klicken. So auf Deutsch übersetzt. Und zu schauen, was jetzt hier Phase ist. Wir haben schon mal ein Wachstum von 10%, eine Feuchtigkeit von 83%. Da ist auch alles normal. Gedüngt muss auch nicht werden. Das heißt, wir können ja hier schon mal wieder im Kalender weitere 4 Wochen, das ist das Maximalste, was du vorspringen kannst. Alles klar. Finde ich gut, dass ich jetzt immer 4 Wochen, nach 4 Wochen, nach 4 Wochen, nach 4 Wochen immer wieder vorspringen kann. Und das immer wieder nach dem gleichen Muster. Und wir sehen Feuchtigkeit 67%, Weizen bei 26% und der Mais steht schon mal bei 50%. Das ist schon mal sehr schön. Hier gehen wir nochmal auf Bewässern, dass das Ganze nochmal so gemacht wird hier. Und dann gehen wir wieder auf den Kalender und springen wieder 4 Wochen vor. Blub. Gehen wieder auf die Karte, gucken uns wieder die Felder an. Wir sehen, wir haben Insektenbefall beim Mais. Und hier haben wir Pilzbefall. Also Insektenbefall spritzen hier. Und hier das spritzen. Und dann gehen wir mal einen Tag weiter vor. Und da sehen wir Waldfelder. Ist das weg und ist das auch wieder weg? Steht bei 33%, das steht bei 66%. Das heißt, wir springen halt wieder 4 Wochen vor. Und springen halt einfach nochmal 4 Wochen vor. So, nun sind wir eigentlich im August, sodass man sagen könnte, alles klar. Wir können ernten. Aber hier sind wir noch bei 97%. Hier sind wir bei 49%. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, wir gehen noch mal so 2 Wochen vor. Dass wir jetzt sagen können, es ist erntereif. Sehr schön. Also, das ist erntereif. Der Mais hat eine Feuchtigkeit von 23%. Und hier sind wir noch gerade mal bei 52%. Hier müssen wir aber auch nochmal eine Bewässerung starten. Aber wir können jetzt erst einmal dementsprechend abernten. Hier haben wir unseren Drescher. Ich überlege bloß gerade, wo bei den hinzugefügten Drescher, der hier steht, die Aufsätze sind. Sind die überhaupt vorhanden? Das ist jetzt nämlich im Allgemeinen die Frage. Wir gucken mal die Maschinen rein. Fahrzeuge, Anbauten. Nö, wir haben einen Drescher, aber keine Anbauten. Das ist auch sehr schön. Da wurde mitgedacht. Da wurde auf jeden Fall mitgedacht. Der Drescher steht, die Anbauten nicht. Das heißt, wir fahren erstmal. Wir müssen erstmal gezwungenermaßen zum Fahrzeughändler fahren. Und dort Schneidwerke kaufen. Weil der Drescher steht, die Schneidwerke aber wiederum nicht. Die müssen wir erst kaufen. Ja, ob es jetzt klappt oder nicht. Ja, dann fahren wir halt erstmal zum Händler. Hab damit nur gar kein Problem. Und gucken uns das Ganze an. Beziehungsweise gucken wir uns das Ganze. Und nebenbei, ich weiß gerade gar nicht, na gut, Häcksler, das ist Balbenpresse. Doch, ich würde mir noch fix eine Balbenpresse noch mitkaufen. Und eventuell noch einen stärkeren Traktor. Ich meine, das meiste können wir ja eh vom Dings aus machen, vom Helfer-Tool aus. Eigentlich könnte man rein theoretisch die ganzen Feldarbeiten über die Helfer bearbeiten lassen. Denn wie es bis dato mir aufgefallen ist, ich meine, wir werden ja gleich sehen, was wir dann Kohle kriegen, kosten die Helfer.
glaube ich, weniger, als wie uns das ganze Umsatz, also als wie uns das Umsatz bringt. Ich glaube beim, ich weiß gar nicht, wo es jetzt genau war, ich glaube beim Landwirt 14, nee, oder? Ich glaube beim Landwirt 14 oder beim Farmexperte, ich weiß es gar nicht. Nee, Farmexperte hat ja wenigstens so ein dynamisches Helfersystem. Ich glaube, beim Landwirt 14 war das ja wenigstens so, dass wenn du Helfer eingestellt hast, das teurer war als wie dein Ertrag. So dass man jetzt nicht sagen konnte, du lässt halt alles diesen automatischen Helfer da aufpumpen. Ich muss ja kurz Benzin nachfüllen. Jetzt wurde die Fahrzeugwäsche echt 15 Euro bezahlt. Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Gut, dann sehe ich jetzt erstmal zu, dass ich jetzt hier immer für Mais, immer für Weizen kriege, weil gut, wir haben in dem Falle auch nur einen Drescher. Das ist ja so das nächste Problem. Ich will mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, diesen komischen Glas da kaufen, ja, diesen Xerion. Das wäre mal nicht schlecht, weil ich kann mir den richtig vorstellen. Mit diesen kleinen Gruber hinten dran. Ja, also kann ich mir wirklich bei bestem Willen sehr gut vorstellen. Deswegen fahre ich jetzt erstmal hier hin. Gehe auf Händler öffnen. Und ich muss gerade mal gucken, was der Spaß überhaupt kostet. Ja, schöner John Deere. Der kostet 125.000. Ist ja ganz klar. Hier gibt es halt nur den Häcksler. Wird für einen starken Blattbau angetrieben mit PS. Der Fluss des Häckselgutes verläuft. Da hat immer nur die Frage, für was eigentlich? Für was brauchen wir Hackschnitzel? Ich muss auch schon mal kurz hier durchschalten. Und das sind die Aufsätze. Ach hier. Einmal hier ein Schneidwerk. Und noch ein Schneidwerk. Hier können wir Spritzen rein, theoretisch. Hier können wir mähen. Grasaufnehmer, Ballenpresse. Dann haben wir noch eine Ballenpresse. Mähwerk vorne und hinten. Gut, wir haben ja momentan eh keine Graswiesen. Hier könnte man rein theoretisch spritzen. Robert ist das hier jenes. Was haben wir denn ansonsten noch als Transportanhänger? Gülle und den, okay. Also den, dann brauchen wir den noch. Und Wassertrailer brauchen wir in dem Falle. Brauchen wir den Wassertrailer? Ich glaube, da geht doch dieser Kotte Universal-Dings, oder? Bin mir da jetzt gerade gar nicht sicher. Brauchen wir dafür unbedingt einen Wassertrailer? Wir kaufen ihn einfach mal. Und Textler ist ja eh erstmal uninteressant. Und kaufen wir uns einfach noch den. Scheiße, haben wir keine Kohle mehr dafür. Schade. Wollen wir uns einfach. Ach, warte mal, das könnte eigentlich noch was werden. Ich muss eigentlich nochmal kurz hier aussteigen. In einem Fahrzeug verkaufen und dann diesen Traktor, diesen Bistra N hier weghauen. Und dann könnte man jetzt auch rein theoretisch den hier kaufen, oder? Diesen Riot. Was ja jeder gleiche ist. Genau. Nur in einer anderen Farbe. So, M. Maschinen. Und aktivieren. Und dann springen wir wieder zurück, weil Teleportfunktion gibt es, Gott sei Dank. Und dann haben wir uns jetzt eigentlich bis auf den Häcksler und die Mähwerke alles gekauft, was man hätte sich im Spiel großartig kaufen können, von den diversen Traktoren jetzt mal abgesehen. Sehr schön. Da haben wir unseren Prius.
prächtigen Trecker. Und den würde ich erstmal umlackieren, weil das sieht in dem Falle nur nicht so geil aus. Von der Farbkombination her. So. Ich würde da ja mal eher ins Weiß gehen wollen. Ja, genau. Sekundärfarbe ist ja dieses Grün. Oh. Naja, gut, fast. Können wir fast sagen, sieht fast original aus. So, wir stellen die Karre erstmal hier hin. Haben wir momentan eh noch nichts zu tun. In dem Fall. Und jetzt gehen wir hier erstmal in unseren Drescher. Und machen das Mais fertig. Also wir müssen ja sowieso dann mit dem Traktor hinter in den Wagen. Zum Abdanken. So. Ja, viel zum Ankoppeln gibt es ja eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Zack, ist halt einfach dran, alles klar. Hydraulik nach oben. Hydraulik heben, danke. Gehen wir zurück und gehen wir einmal vor mit dem Vistra hier und dann geht's ab zum Feld. Später werden wir dann noch ein paar Tiere köpfen. Scheiße, hätte ich das gleich im Dorf machen können. Gut, aber gut, die werden mir jetzt verreckt. Ich habe ja jetzt noch nicht so wirklich was. Aber wir fahren jetzt erstmal einmal eine Ernte ein und dann sehen wir zu, dass wir da in der Richtung was bekommen. Dass wir uns die Tierzucht dann nochmal angucken, wie sich das eigentlich finanziell verhält. Wir haben jetzt noch 6961, oder? 6961 Fänge. Man startet halt wirklich mit. Und was haben wir jetzt gestartet? Mit 250, also mit einer Viertelmillion, glaube ich. Ist ein bisschen zu heftig, weil rein theoretisch könnte man sich damit schon alles kaufen. Gut, wir starten jetzt auf normal. Ich will jetzt nicht wieder auf den anderen Schwierigkeitsgraden, ob das da jetzt so besonders anders aussieht. Aber naja, wir dackeln jetzt erstmal hier mit gefühlt, naja, 25 km/h. Der Drescher ist ein bisschen langsamer unterwegs, was ja schon mal vom Vorteil ist. Erstmal wieder Richtung Felder. Und dann sehen wir das Ganze mal weiter. Wenn jetzt hier gleich mal die Ladestation kommen würde. Danke. Und dann dreschen wir erstmal, bis das Ding voll ist, weil ich glaube, mit denen im Feld sollte es jetzt wohl bemerkt. Ne, sollte es eigentlich erstmal keine Probleme geben. Und wenn ich das Wasser hier so oder plätschern höre, wird es mir schlecht. Oh, hört ihr das? Warum hat der. Warum ist das die Hydraulik unten? Schön, wenn diese Geräusche sich dann so leiern und so, keine Ahnung, ne? Das ist, naja. Sehr, hier ist das Wasser lauter als die Motorsounds vom Fahrzeug, beziehungsweise die Musik im Hintergrund. Das ist halt auch so eine, ja, Kunst, nenne ich es jetzt mal. So, wir haben im Endeffekt Beetefelder. Ich frage mich, ob das Weizen so Ewigkeiten braucht, dass ich überhaupt was tut. Ich meine, wir haben mittlerweile September. Hier ist immer noch nichts. So, halt, halt, halt. So, Hydraulik wiederum senken. So, was haben wir jetzt hier noch? Triedrad, rulala. So, ne, kann man eigentlich Gas geben. Wir anscheinend ja nicht. Ah, ne, Maisflüge. Halt. Maisflüge starten. Halt. So, ist gestartet. Sieht zwar nicht so aus, aber wenn wir jetzt fahren, genau, wenn wir jetzt fahren, dann tut sich was. Hui, 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 hui. Wunderbar. Dann müssen wir mal ein bisschen gucken hier. Ich gehe mal in den Innenbereich. Ein bisschen wie eine Rennmaschine hier durch. Also ernten können wir nämlich sogar mit 30 km/h. Fahren mit 25 und ernten mit 30. Und hopp. Ja, da springt er wie ein junges Reh.
So. Also das war jetzt hier die feste hinterste Kamera. Ah. Dann einmal wieder drehen. Anhalten. Immer wie gesagt die Leertaste drücken. Schlimm sowas. Eine Feuchtigkeit von 39%. Ja gut, das Feld musste man dann erstmal wieder befeuchten. Bisschen zu viel rausgezogen hier. Was sagst du? Der Nährstoffgehalt 82% ist ja jetzt auch noch vollkommen in Ordnung. Befall haben wir da nur auch nicht wirklich. So, halt, wieder rückwärts. Und mit 19% im Ebenfalls schon mal abgeerntet. Hier im Drescher haben wir jetzt 2000 von 7000 drin. Da geht auch noch ein bisschen was. Und es geht auch alles, wie man ja sieht, relativ schnell. Weil wir platzen ja dementsprechend mit unglaublichen, ja, wie gesagt, 30 km/h hier durch. Da ist alles drin, obwohl jetzt immer erst bei 25. Ja, jetzt kommen wir aber so langsam an die 30 ran. Wird es die Physik schaffen? Man könnte sogar so sagen, man macht das jetzt mal so hier hoch. Wenn die Fahrphysik das da mitmachen würde. Jetzt wird es erstmal wieder hier etwas lauter wegen dem Wasser. Deswegen spreche ich auch einfach mal lauter, weil ich keine Ahnung habe, wie sich das verhält. So. Dann drehen wir einfach mal hier so eine Art Vorgewende, obwohl das ja eigentlich auch mehr als überflüssig ist. So. Es kommt leider so auch kein Auswurf oder irgendwas anderes ähnliches in der Richtung. Es ist halt einfach weg und dann ist es halt weg. So auf Deutsch übersetzt. So. Und wenn man sich jetzt hier die Bodentextur mal anschaut. Ja. Ist halt alles dann doch leider standardisiert. Nicht so allzu viel dynamisch jetzt in dem Falle wieder mit dabei. Was halt schade ist. Aber wir haben es schon mal zu 52% abgeerntet. Und das ist schon mal besser als nichts. Und meine Freunde, ich würde sagen, wir... Och, du einmal. Seht ihr das? Seht ihr das? So. Ich würde sagen, wir sind erstmal fertig mit dem Part so rum, meine Fresse. Das Däumchen da lassen nicht vergessen und morgen, ja, zu Ostersonntag, wenn da wer Interesse hat, machen wir hier weiter und würde ich dann sagen, schwur noch ein bisschen vor, dass das Weizenfeld wieder irgendwie in Gang kommt, weil ich Ballen brauche. Wir könnten uns jetzt rein theoretisch auch Ballen ankaufen, aber ich will mal wissen, wie das gemacht ist. Und dann kümmern wir uns noch um die Tierwirtschaft. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Däumchen da lassen nicht vergessen und dann bis morgen. Und da, wer morgen halt nicht da ist und irgendwo bei der Family oder sowas, schöne Ostern euch. In dem Sinne, lülü.